Dienstag 2.1.2018, 6.58 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Integration der ASA unterstrich 1, Hoffnung für das insolvente Unternehmen Alno, früher mit 2100 Mitarbeitern, einer der größten Küchenhersteller weltweit. Die verbliebenen Beschäftigten sollen am Dienstag gegen 15 Uhr in Pfullendorf bei einer Betriebsversammlung über den Stand der geplanten Wiederaufnahme der Produktion informiert werden. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Outstream unterstrich 1, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 2, Teile des insolventen Küchenbauers wurden vor 2 Wochen an den britischen Investor Riverrock verkauft. Insgesamt sollen 410 frühere Alno-Mitarbeiter von der neuen Alno GmbH übernommen werden. Warnow Adapters Leiter 141269 Gleichfalse, Fotostrecke 11 Bilder untergegangene Handelsmarken, Tradition vernichtet 2 Drittel von ihnen hätten bisher einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, so ein Sprecher des Insolvenzverwalters vor Tagen. Das neue Unternehmen will dann im Frühjahr wieder Küchen produzieren. Riverrock hatte Mitte Dezember für rund 20 Millionen Euro wesentliche Teile des insolventen Unternehmens wie Maschinen, Grundstücke und auch die Markenrechte übernommen. Der traditionsreiche Küchenbauer hatte im Juli einen Insolvenzantrag gestellt. Um Alno stand es schon länger schlecht. Seit dem Börsengang 1995 schrieb der Küchenkonzern bis auf ein Jahr stets Verluste. Auch der Einstieg der bosnischen Investorenfamilie Hastor 2016 brachte keine Wende.